Und es hieß, wir werden ausgesiedelt. Doch die angebliche Übersiedlung nach Deutschland endete hinter Stacheldraht, im Lager Lambsdorff. Lambsdorff war schon immer ein Ort des Schreckens. Während des Zweiten Weltkrieges quälten die Nazis hier Kriegsgefangene aus aller Welt. Nach dem Ende des NS-Regimes im Herbst 1945 übernahm die polnische Geheimpolizei das Lager. Ursprünglich als Sammelplatz für die Übersiedlung gedacht, verwandelte eine grausame polnische Wachmannschaft Lambsdorff erneut in eine Stätte des Terrors. Dann fing das Leiden an. Die erste Nacht haben wir auf blankem Boden geschlafen und die Baracken waren ohne Fenster und ohne Decken, bloß auf dem Erdboden lagen wir. Und zu essen haben sie uns nur gegeben kleine Kartoffchen, die möchten heute meine Schweine nicht fressen. Über 6000 Schlesier sollen umgekommen sein. Die wenigen Überlebenden von Lambsdorff wohnen noch heute in Polen. Nach der Entlassung aus dem Lager haben sie die polnische Staatsangehörigkeit angenommen und über die Jahre hinweg eine bescheidene Existenz aufgebaut. Über die im Lager erlittenen Grausamkeiten mussten sie schweigen. Man hatte ja immer Angst und dann wollte ich selbst, habe ja auch niemand erzählt, weil ich immer noch ein Zeuge war, von diesem Lager. Man hatte immer Angst. Man lebte dauernd in Ängsten, dass uns da noch mal was passiert oder wir da irgendwie liquidiert werden, nicht? Bis heute hat das Lagermuseum, ganz im Sinne der noch bis vor kurzem geltenden Geschichtsschreibung, nur Platz für die Gefangenen, die unter den Nazis gelitten haben. Die andere Geschichte von Lambsdorff blieb unter der kommunistischen Regierung ein Tabu. Wahrscheinlich hätte sich auch nach dem Sieg der Solidarność nichts geändert, aber seit dem Sommer gibt es auf dem Gelände der offiziellen Gedenkstätte einen Hinweis auf das Repressionslager gegen die Schlesier. Der Museumsdirektor entdeckte hier ein Zeichen, das nicht zu übersehen ist. Im Juli dieses Jahres wurde hier, wo die ermordeten russischen Kriegsgefangenen liegen, von Unbekannten dieses Kreuz aufgestellt. Es soll an die nach 1945 ermordeten Deutschen erinnern. Nach und nach kommt die Wahrheit ans Licht. Wie viele von den geschätzten 10.000 Gefangenen tatsächlich umgekommen sind, ist unsicher, aber ein Arbeiter zeigt uns die Massengräber der deutschen Häftlinge. Jetzt ist alles mit Gras überwachsen. Man kann die Gräber nicht mehr sehen, aber hier sind sie begraben. Später sagt uns der Mann, dass früher die Angehörigen der Opfer hier heimlich Kränze niedergelegt haben. Aber seit Jahren kommt niemand mehr. Das Lager Lambsdorff schien vergessen. Trümmer des sowjetischen Kriegsgefangenenlagers. Sie hat man stehen lassen als stille Mahnung. Die Baracken der Schlesier dagegen wurden bis auf die Fundamente eingerissen, um die Spuren der Morde zu verwischen. Ein Opfer erinnert sich an eine Hinrichtung. Eine Bekannte aus dem Dorf wurde getroffen und wollte ich ihr helfen. Da ist sie so aufgesprungen, aber im Wehlaut zusammengebrochen. Denn das Blut lief ihr schon hier runter und das hat der Posten gemerkt. Und da sagt er, was, du, ich möchte das Wort nicht aussprechen, es ist hässlich, lebst noch, dreh dich um. Und vor meinen Augen, mit einem Genickschuss, hat er sie erschossen. Aus den Dörfern wurden die Bauern ins Lager deportiert, egal, ob sie nun Nazis waren oder Unschuldige. Doch an die Rolle der Polen bei dieser Deportation möchte man ungern erinnert werden. Naród polski. Das polnische Volk wurde bisher immer nur als Opfer dargestellt, immer nur von der verfolgten Seite, die im Recht ist, wenn es um die Jahre des Zweiten Weltkrieges geht. Was in Lambsdorff geschah, stimmt mit diesem Bild nicht überein. Das Repressionslager in Lambsdorff steht als Erblass der Geschichte zwischen Polen und Deutschen. Hier in den schlesischen Dörfern wohnt man zwar Haus an Haus, doch noch immer gehen sich Polen und Schlesier aus dem Weg. Nur wenige sind zur Versöhnung bereit. Und unser Glaube sagt immer, man soll verzeihen. Ich meine, es ist schwer, aber man soll verzeihen. So nehme ich das auf. Man muss eben, man darf ja den Hass. Uns ist es nicht gegeben zu hassen oder zu rächen, nicht wahr? So nehme ich das an.